trying to find love, no, it's hard to keep. Even when it gets tough and you wanna leave, take a look into your eyes where I find reason. Yeah, writing love letters with my broken English. Can't say what it said. I'm wishing you well. Set the time and place and I'll meet you there. And that old phone, they've been trying to separate us so long. But I want you in my life, can't do this solo. Cause nobody was meant to be by themselves. I'll take your hand, go all the way. They say that good things come to those that wait. Might get a little immature, don't run away. But if you're trying to find love, know it's hard to keep. Even when it gets tough and you wanna leave, take a look into your eyes where I'm. Hallo Leute, ich habe gerade frisch geduscht, hat richtig gut getan, weil ich war noch eine Runde joggen. Also so heute Nachmittag, Abend halt. Ich habe jetzt gerade auch schon Essen gemacht, beziehungsweise ich habe das schon vorbereitet gehabt. Also musste ich es heute nur wärmen und so, voll entspannt. Und ja, war auf jeden Fall voll gut. Ich war vorhin noch in der Bib und habe da auch noch ein paar Stunden was gemacht und werde jetzt gleich auch weitermachen. Schade, dass in letzter Zeit auch so oft so kalt ist, weil ich würde voll gerne öfter joggen. Aber wenn es so richtig schneit und sowas, ist mir auch einfach viel zu kalt. Also ich weiß nicht, egal wie warm ich mich anziehen würde, glaube ich, würde ich das nicht so fühlen. Also mal schauen. Aber ja, deswegen fand ich es voll gut, dass es heute so warm war. Wir hatten, glaube ich, so bestimmt so 15 Grad oder so. Es war echt warm vorhin. Richtig nice. I'll meet you there. Ich werde jetzt mal ganz schnell noch mein Bett beziehen. Habe jetzt noch Sachen für die Uni gemacht und ein paar Social Media Sachen. Into your eyes where I find reason, yeah. Writing love letters from my broken English. Come say what it said. I'm wishing you well. Set the time and place and I'll meet you there. So richtig nice, jetzt wieder alles super fresh. Und ich werde mich jetzt gleich mal Bett fertig machen und dann schlafen, oder würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen, Leute. Ich habe mir jetzt gerade schon Wraps gemacht. Ich werde auch gleich mal anfangen zu lernen und danach mich dann so richtig fertig machen, ein bisschen schminken und so. Genau, aber erst wollte ich so eine produktive Lernsession. Ist irgendwie voll geil so am Morgen. Wenn man dann so voll viel schon so vormittags geschafft hat, finde ich voll das nice Gefühl. Und ja, jetzt im Winter, das wäre mir generell so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn es dunkel ist, ist so voll Schlafenszeit direkt, ich weiß auch nicht. Deswegen fällt es mir dann voll schwer, so abends noch sehr lange zu lernen. Und heute Abend wollte ich mich auch noch mit Viviana treffen. Ich weiß noch gar nicht, was wir machen, aber wird auf jeden Fall cool. So Leute, ich bearbeite gerade Neurorehabilitation und das ist auf jeden Fall ein mega cooles Modul. Also ich habe mich da die ganze Zeit schon ultra drauf gefreut, aber wollte erst ein paar andere Sachen fertig kriegen. Deswegen fange ich jetzt erst damit an. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen die Skripte erarbeiten und dann fange ich schon mal an, mir Gedanken zu machen, welches Thema ich nehmen will für meine Hausarbeit. Deswegen werde ich hier jetzt ein bisschen weitermachen. Ich glaube, ich mache so ein Kapitel aber nur
Und dann muss ich ganz dringend mein Zimmer aufräumen, weil es sieht so schlimm aus, kann man eigentlich auch keinem mehr erzählen. Also, was bei meiner Wäsche da hinten abgeht. Also, das ist auch wirklich einfach bodenlos. Das ist wirklich, wow, richtig eskaliert. Weil irgendwie hatte ich nicht so die Priorität auf diesen Sachen. Aber ist ja auch voll wichtig, damit man sich im Zimmer wohlfühlt und so. Deswegen mache ich das auch gleich mal. Aber ja, werde jetzt trotzdem zuerst noch ein bisschen was machen. Die Sonne scheint hier auch voll schön rein. Ist richtig angenehm irgendwie. Paint was the color that lies within. Nothing between you and I. Do you write there under my skin? Ich habe mir gerade meine Creamy Pasta aus meinem letzten Video, ich glaube, es war mein letztes, dieses Meal Prep Video, gemacht. Und werde das jetzt erstmal essen, als kleine Lernpause. Dann werde ich, achso, ich habe mich auch zwischenzeitlich geschminkt. Dann werde ich kurz meine Wäsche und mein Zimmer machen. Und dann geht's weiter mit Lernen. Also ich habe jetzt alles zusammengelegt. Das ist so viel. Wow. Ich habe gerade auch gar keinen Platz in meinem Kleiderschrank. Ich muss erst mal ein bisschen aufräumen. Aber dann werde ich auf jeden Fall alles hier mal reinmachen. Das ist wirklich crazy, was sich da angesammelt hat. Das ist richtig schlimm. Hallo Leute, ich habe mir gerade eben ein Spaßgetränk mit meiner Schwester zusammen gekauft. Richtig nice. Das ist so wie so ein Eistee, glaube ich, aber das auch nur mit Agavendicksaft gesüßt. Und genau, es wird jetzt hoffentlich mir ein bisschen Energie für den restlichen Tag geben. Ich finde so Spaßgetränke erhellen einfach immer voll den Tag. Deswegen, ja, holt euch auch eins. Hallo Leute, ich hatte das jetzt schon einen richtig produktiven Tag, also wir haben schon 14 Uhr. Ich werde jetzt gleich erstmal kurz einkaufen gehen. Ich habe irgendwie unnormal Bock auf so Brot einfach. Genau, nachher habe ich dann wieder tanzen, da freue ich mich voll drauf. Also ich bin jetzt fest angemeldet, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt habe. Aber genau, bin jetzt auf jeden Fall angemeldet und ich habe auch richtig Bock da drauf. Nur heute kann Viviana nicht, deswegen muss ich heute mal alleine gehen. Deswegen bin ich ein bisschen nervöser als sonst, aber ich denke, das wird eigentlich trotzdem ganz cool. Davor versuche ich jetzt noch ein bisschen Uni auf jeden Fall zu machen, aber sonst habe ich auch gar nicht so spannende Pläne heute. Morgen fahre ich dann wieder zu meinen Eltern, weil die habe ich jetzt auch einen Monat oder so, glaube ich, circa nicht gesehen und werde da dann ein bisschen Zeit verbringen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und muss ich auch auf jeden Fall dann noch meine Sachen zusammenpacken. Ja. Aber jetzt erstmal habe ich voll Hunger, deswegen werde ich jetzt erstmal einkaufen gehen. Kleiner Outfit-Check. Ich finde es richtig cute. Nur der Rock ist hier ein bisschen locker. Wenn der enger wäre, wäre es irgendwie noch mehr ein Vibe. Weil so sieht es manchmal ein bisschen komisch aus, wenn es so locker ist. Aber ich finde es eigentlich trotzdem ganz cute. Genau. Let's go. Ich war jetzt einkaufen und Leute, mal kurz für ein bisschen mehr Realness. Ich habe mir einfach so Hummus gekauft. Das ist so ein veganer Frischkäse. Und hier, das ist richtig lecker. Das ist wie so Hähnchenbrust, aber halt vegan. Und dann habe ich mir so 3 Brötchen geholt, weil ich wusste irgendwie nicht, wie viel Hunger ich habe. Und dann dachte ich so, habe ich für den Tag ausgesorgt. Wir haben jetzt schon fast 16 Uhr mittlerweile. Ich muss auch bald los zum Tanzen. Und dann dachte ich, habe ich keine Lust mehr, was zu kochen. Und habe mir sowas richtig Schnelles geholt, aber ist auch voll geil. Ich liebe generell ja Brot. Ja, ich habe auch schon voll gemerkt, wie ich langsam so crumpy werde, weil ich irgendwie so voll vor mich hingeschoben habe, weil... Ich weiß nicht, an manchen Tagen ist meine Anxiety irgendwie voll hoch. Und dann mag ich es irgendwie auch nicht so gerne, so einkaufen zu gehen oder sowas. Weil, ich weiß nicht, es ist einfach, es ist voll die Überwindung für mich. So, es klingt so voll komisch, weil es eigentlich so voll gar nichts Schlimmes ist, wofür man sich überwinden muss. Aber, keine Ahnung, es war halt irgendwie voll arg. Und dann habe ich es die ganze Zeit so vor mich hingeschoben, bis ich irgendwann richtig Hunger hatte und richtig grumpy war. Aber ich war jetzt einkaufen. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich es trotzdem gemacht habe. Ja, genau. Ich werde mich jetzt auch gleich schon fast umziehen wieder fürs Tanzen. Also ich werde ein bisschen Uni noch schaffen, safe. Aber
ja, den Rest mache ich dann danach. Genau, aber jetzt gönne ich mir hier erstmal noch ein bisschen Brot. So, Leute, ich habe mich jetzt ganz schnell umgezogen. Das ist mein Fit. Also ich habe so eine Jacke drüber, weil ich dachte, das ist gerade noch ein bisschen frisch. Aber an sich habe ich einen Top an. Und ich werde jetzt erstmal tanzen gehen alleine. Das ist irgendwie voll die Überwindung allgemein heute alles. Aber ja, wird schon. Hello, ich bin jetzt zurück vom Tanzen. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Bin ein bisschen mehr Energy, obwohl ich eigentlich voll die Energie habe. Aber ich hatte auch voll Bock. Und ich werde jetzt gleich mal mit meiner Schwester in die Bib gehen. Wir haben nämlich schon 19 Uhr. Aber wir werden jetzt noch so ein bisschen produktiv sein dort. Weil es irgendwie manchmal ganz cool, so ein kleiner Switch vom Ort. Und ja, danach werde ich wahrscheinlich dann einfach direkt schlafen gehen. Aber das finde ich immer so richtig geil, wenn man da vor der Bib war. Deswegen freue ich mich da jetzt auf jeden Fall auch drauf. Und ich war ja heute alleine beim Tanzen. Aber ich muss sagen, ich hatte richtig krass Anxiety, als ich hingegangen bin. Aber irgendwie war es dann echt, also ich habe mir schon gedacht, dass es nicht schlimm wird. Aber es war dann so gar nicht schlimm eigentlich. Und so langsam habe ich auch das Gefühl, dass ich so beim Tanzen mehr so ein Körpergefühl kriege. Und irgendwie, dass es halt nicht mehr so lost aussieht. Also es hat sich irgendwie heute echt gut angefühlt. Und ja, ich finde da so langsam rein. Es macht auch voll Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf nächste Woche. Genau, jetzt gehe ich erstmal bibben. Leute, ich war jetzt noch ein bisschen bibben. Bei uns im Bad ist gerade irgend so ein Tier reingeflogen. Deswegen muss ich mich hier abschwimmen, weil es mich irgendwie ultra angewidert hat. Aber auf jeden Fall konnte ich schon noch einiges schaffen. Also ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren. Schon ein bisschen. Ich muss sagen, das Modul gerade ist so ultra viel, finde ich, im Verhältnis zu allen anderen Modulen. Also das ist schon crazy. Aber ich glaube auch, weil da so viele Sachen sind, die... Also viele so, nicht Fremdwörter, aber halt so Fachbegriffe. Und irgendwie ist es so voll schwierig, sich so alles zu merken und es dann in so einen Zusammenhang zu bringen und so. Also ja, nicht so einfach das Ganze. Aber kriegt es schon irgendwie hin. Versucht da so voll positiv dran zu gehen. Aber ich weiß, dass ich halt viel Zeit für das Modul benötige eigentlich. Aber ich will es halt voll schnell schaffen. Und ja, deswegen mal schauen, wie es wird. Ich werde jetzt aber mich auch einfach nur noch bettfertig machen und schlafen. Ja, weil irgendwie bin ich auch echt erschöpft. Ich weiß nicht, es ist so komisch. Ich denke momentan die ganze Zeit, dass es so... Also es fühlt sich an, als hätten wir so 3 Uhr nachts und ich würde nach Hause kommen. Ich weiß nicht, was es dieses Jahr ist. Dieses Jahr finde ich es irgendwie total komisch, dass es so dunkel ist. Obwohl es ja jedes Jahr so ist. Aber irgendwie, weiß nicht, es ist ganz komisch. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl... Mit dieser Dunkelheit dieses Jahr. Einfach weil ich denke, dass... Also es fühlt sich irgendwie an wie so ein Fiebertraum, weil ich im Dunkeln halt voll viel mache so. Das ist irgendwie so komisch, ich weiß nicht. Aber ja. Ich muss sagen, dafür, dass es heute generell nicht so mein Tag war und keine Ahnung, ich voll viel so Anxiety und sowas hatte, ist der Tag doch noch voll gut geworden. Und es war eigentlich voll entspannt in der Bib jetzt. Wobei ich sagen muss, ich habe irgendwie das Gefühl, dass in der Bib hier das voll oft so ist, dass manche Typen sich denken, dass die Bib einfach so das zweite Tinder ist oder so. Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich es so komisch, wenn so voll spät nachts so irgendwelche Typen einen dann ansprechen oder sich so voll nah an einsetzen oder so. Also das ist irgendwie immer richtig komisch. Ich check irgendwie die Mission davon dann auch immer nicht so, weil ich mir so denke, hä, sprich einen doch tagsüber an oder so, oder mach's auf so eine normale Art, aber die sind auch immer so ein bisschen komisch und ich weiß auch nicht. Also heute war die Situation nicht so komisch, da hat nur so ein Typ irgendwas gefragt, aber irgendwie dachte ich ja trotzdem, die ganze Bib war frei und er hat sich irgendwie so direkt hinter uns gesetzt und es war dann irgendwie schon so, okay. Aber ja, nee, ist mir irgendwie nur so aufgefallen, immer wenn ich nachts da bin, dass dann so Typen einem auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Mehr als mir manchmal lieb ist, tatsächlich. Morgen fahre ich ja dann einfach schon zu meinen Eltern. Boah, ich habe gar keinen Bock auf die Fahrt auf jeden Fall, weil
ich weiß nicht, ich fahre eh nicht so gerne Autobahn, weil ich finde, es zieht sich so und ist so anstrengend und ja. Aber auf meinen Eltern freue ich mich natürlich schon, weil es ist auch voll geil. Dann kann ich da mit meiner Mutter so auf den Weihnachtsmarkt gehen und so. Ist irgendwie voll entspannt. Also dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.